Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Episode von Blood Bowl 2. Und zwar dieses Mal wurde mir versprochen, ein ausgezeichnetes, unglaubliches und beeindruckendes Match zwischen Alien Hunters Unterwelt-Team, die ja ein etwas herausforderndes Team ist, ein bisschen Spaß-Team, gegen Redus und Bretonen. Auch jetzt nicht unbedingt das kompetitivste aller Teams, deswegen werden wir wahrscheinlich einige unterhaltsame Aktionen und Ereignisse sehen. Es wurde mir versprochen, dass hier alles möglich passiert. Ich habe meine Augen zusammengekniffen und so, dass ich auch selbst nicht weiß, wer hier als Sieger hervorgeht im Vergleich zu sonst, weil wurde angesagt, es ist so richtig spannend und ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt, zu sehen, was hier so alles passiert ist, denn der Hype war gigantisch. Wer hat den Anstoß gewonnen? Ich glaube, man kann es nicht sehen. Doch, unterirdisch. Das sind die Alien Hunters, genau. Alien Hunters Team. Und er hat entschieden, dass er angreift. Kann man so machen. Alien Hunters Team hat einen Zauberer und einen Star-Player, nämlich Skitter. Der hat einen Dolch, mit dem er Gegner direkt schlagen und prügeln kann. Und noch einen extra Schwanz. Ich meine, er hat ja eigentlich schon einen Schwanz, aber er kriegt noch einen extra. Und er hat Shadowing, was ehrlich gesagt ganz nett ist. Damit kann man Gegner verfolgen, wenn sie hinter einem, also wenn sie versuchen, aus der eigenen Tackle-Zone zu fliehen. Er hat außerdem als Star-Player Bomber Dribble Shoot, der eine Bombe werfen kann, was ziemlich okay ist. Man, gerade gegen Bretonen, was hat er hier so? Obwohl, hier der Blitzer, der hat Catch, das ist natürlich ziemlich gut. Außerdem einen anderen Blitzer mit Catch und Agility. Das heißt, auf die sollte er nicht unbedingt die Bombe werfen, weil die können die dann schon ganz gut einfangen. Ansonsten haben wir hier Skaven mit Patchmaut der Hölle. Skaven-Werfer sehr mit Pickup. Klar, das hat er von Anfang an. Aber extra Agilität, super gut. Der wird immer den Ball aufsammeln. Hier haben wir ein paar billige Skaven-Lineman, Underworld Goblin, soweit nichts Besonderes. Skitter haben wir vorher schon gesehen. Ich würde ihn eigentlich nach vorne stellen. Kann er einen Lineman abstechen. Kommt immer gut. Hier werden auf der linken oder rechten Seite die Flanken gegen einen möglichen Blitz geschützt. Bomber Dribble Shoot wird hier so positioniert, dass er direkt von Anfang an hier direkt in die Bretonen werfen kann. Ansonsten haben wir hier einen Skaven Thrower. Ein mit Block, immer gut. Und einen super guten Skaven Blitzer Kröte von Mordheim mit Mighty Blow und Claw. Sehr stark aus dem normalen Mighty Blow Blitzer. Der Warpstone Troll hat auch schon Mighty Blow und Claw bekommen. Und ja, Skaven Lineman auch klar, also sehr viel auf Schaden ausgelegt, diese Armee. Wir sehen sogar drei Spieler auf der Bank, drei Goblins, das heißt, hier können sich Alien Hunter auch sehr viele Fouls erlauben. Auf der anderen Seite Lineman und die, ja gut, das Team von Redo ist ziemlich stark, sogar schon zwei Garder mit dem drei Garder. Wow, drei Garder Stärke, vier Blitzer, Agilitätsblitzer mit Dodge. Mighty Blow, Tackle Blitzer und ein Frenzy Blitzer, also alles dabei, was man so richtig brauchen kann. Das wird eine spannende Sache. Dafür, dass die Teams eigentlich nicht so stark sind, sind die schon gut ausgerüstet. Oh, das fängt nicht schön an für Alien Hunter. Sein ein Mighty Blow Skaven Blitzer ist direkt raus, ohne was gemacht zu haben. Das tut echt weh. Immerhin ist ihm, glaube ich, nichts passiert, oder? Nee. Immerhin etwas. Gut, es beginnt. Wir machen mal die ganzen Symbole weg, dann können wir besser sehen, was los ist. Alien Hunter, ganz vorsichtig, sichert zuerst den Ball ab. Wie gesagt, wundert mich, dass hier der Starplayer nicht direkt in der Frontlinie steht, um die niedrigen Panzerungs-Linemans einmal abzustechen. Mann, das kann sich schon lohnen. Erster Block mit dem Doppelschubser, nicht belohnt. Immerhin im Anschluss mit dem Skaven Thrower einmal geblockt, hat auch nicht funktioniert, also nur umgeworfen. Und auch die dritte Aktion mit dem Dreiwürfelblock, zwei Totenblöcke für einen Schubser, nicht unbedingt die beste Aktion. Jetzt kommt die Bombe. Einer, zwei. Meh. 4+, 4+, 4+. Wow. 1, 2, 3, 4, 5 hat er eigentlich treffen können. Hat nur 2 getroffen. Naja, okay, ist halbwegs durchschnittlich. Ja, ist okay. Bei einer 4 plus hat man eine 50% Chance, den Gegner umzuhauen. Auch die Verletzungen waren, ehrlich gesagt, ziemlich schlecht. Aber
Immerhin, Alien Hunter hat seinen Bomber-Dribble-Schub anschließend auch direkt gesichert. Aber bestimmt wird sich Redo mit seinem Team der Bretonen von Sanchoir darum kümmern, Bomber-Dribble-Shoot unter Druck zu setzen. Und wenigstens einen Spieler in Nahkampfkontakt mit ihm zu bringen. Ja, Entschuldigung, ist schon spät. Oh, Knettelt Klinge ist tot. Aufgelevelte Lineman. Alien Hunter entscheidet sich dagegen, ihn zu abhauen. Puh. Zwei Spieler raus und das im ersten Zug ist, oh, boah, eigentlich könnte man schon sagen, boah, das sieht nicht gut aus, das sieht richtig schlecht aus für die Skaven. Und ich würde ehrlich gesagt wirklich einen Spieler hier zum Bomber schicken, weil er kann ja nicht mehr so richtig seine Bomben werfen. So ist hier prinzipiell noch viel Freiraum, um das zu ermöglichen. Wie immer, recht konservatives Spiel abgesehen davon von Redo, greift wenig an, bleibt hinten stehen, wenn er verteidigt, nicht so ballgeil wie andere Leute, wie ich zum Beispiel. Klaue bringt gegen Panzerung 7 nix, aber immerhin ein Armor Break mit Stun. Ist nett zu haben. Was ist die nächste Aktion? Der Ball wird in einen Cage auf der linken Seite transferiert. Wir werden wahrscheinlich nur noch eine einzige Aktion sehen, nämlich den Bombenwurf und dann noch den Dodge. Dieses Nitzuch Skaven Lineman. Jetzt kommt die Bombe. Und BAM! Eins, zwei. Aber wieder keine Verletzung. Schade. Für die Skaven. Ah ja, okay, er macht auch noch einen Block hier. Konnte noch unterstützen. Er muss sein. Und erneut ein Armor Break. Aber nichts Schlimmes passiert. Und erneut ist Bomber Dribble Shoot direkt einem Blitz der Bretonen ausgesetzt. Und ich gehe mal davon aus, dass Redo ihn jetzt hier blitzen wird. Denn es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und Garda steht auch schon bereit. Die Frage ist, wer macht es? Vermutlich hier dieser Blitzer. Nee. Will er nicht den Bomber blitzen? Ja, achso, hier ist noch einer. Mighty Blow Tackle. Und hat funktioniert, Tackle lohnt sich. Bomber Dribble Shoot hat zwar Dodge, aber gegen Tackle bringt es ihm nichts. Aber Glück gehabt, er lebt noch. Er lebt noch, aber er kann dann im nächsten Zug keine Bombe werfen. Und boah, ehrlich, das sieht richtig schlecht aus. Richtig schlecht für die Skaven. Und die Verteidigung von Redo, die kann hier eigentlich kaum gebrochen werden. Okay, hier links ist ein bisschen, kann er sich hier durchziehen. Macht er auch. Den Spieler schiebt er zu seinem Troll. Also guter Block. Nicht einfach weggeschoben, sondern direkt zum Troll hingeschoben, um eventuell noch die Möglichkeit zu haben, einen Folgeblock mit dem Troll zu machen, wenn er erst nichts geworden wäre. Und nur ein Schubser gewesen wäre. Troll geht weiter. Also monströse Monster, also Big Guys, bringen gegen die Bretonen nicht ganz so viel, weil sie eben doch sehr viel Dauntless haben und daher den ja, relativ schnell einen Stärkeausgleich haben können auf einer, also meistens auf eine 3, 4 oder 5 oder 6. Immerhin, Ball ist sicher und ich würde mal sagen, Alien Hunter will bestimmt nicht schon so früh seinen Score machen. Er ist an sich schon in Reichweite. Redo könnte die Gelegenheit nutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann hier den Star Player blitzen und direkt auf Kontakt mit dem Skaven Thrower gehen. Oder hier, oh, Double Skull, ungeschickt. Aber Tackle mal wieder erfolgreich. Mighty Blow macht möglicherweise auch noch etwas. Und der nächste Spieler des Game verlässt. Oh. Drei Spieler raus. Okay, nee, hätte da nicht hingehen kommen können, da war der Goblin im Weg. Aber er kann sich jetzt immer noch in den Weg stellen. Und die Frage ist, ob er das will. Man, es ist ja auch noch eine nicht zu unterschätzende schöne Option, wenn die Bretonen selbst nachher, also wenn Alien Hunter zum frühen Score gezwungen wird, kann er noch einen Counter machen mit einigen Zügen frei. Und dafür entscheidet er sich auch. Also er geht jetzt nicht hier auf Risiko und versucht die linke Seite so zu schützen, dass ein Touchdown nicht möglich ist, sondern er sagt praktisch, Alien Hunter, komm, mach deinen Touchdown. Und ein Both Down gegen den Troll, erfolgreich. So, was würde Alien Hunter machen? Was sind seine Optionen?
Troll steht auf. Ich meine, er an sich will Alien Hunter eigentlich bestimmt nicht den Touchdown machen, weil dann muss er die Bribes... Er hat keine Bribes. Crap. Moment mal, er hat keine Bribes, das heißt, zwei seiner Spieler, die momentan auf dem Feld sind, sind raus. Puh. Schubser, er wird bestimmt nicht hinterhergehen. Ja, er bleibt stehen. Wird vielleicht hier links die Seite zumachen. Ah, okay, und das Gegentor stellt sich dann hier in die Mitte. Hier auf dieses Feld vermute ich. Oh nein, macht direkt einen Touchdown. Okay. Puh. Massivst unter Druck gewesen, diese Underworld, das Underworld-Team von Alien Hunter. Richtig, richtig sehr unglückliche Runde, also, puh. Okay, es sind, nein, vor allem der Blitzer, der hat wehgetan, direkt am Anfang. Die Goblins, okay, die haben eh nicht viel Panzerung, aber, oh, und jetzt sind auch noch die Spieler draußen. Das ist der erste. Ah, der andere wird nicht rausgeschickt, er hat sein Dolch versteckt, immerhin. Puh. Mal die zwei, na, der Lineman und der Goblin, okay, mit Panzerung 7, aber der Skaven-Blitzer, ah, oh, das tut weh. Das tut weh. Immerhin hat er immer noch ein volles Team durch seine Bank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, er hat schon einen weniger. Oh. Die Bretonen haben noch mehr als genug übrig. Und jetzt 1, 2, 3, 5 Züge, um ihren Gegentouchdown zu machen in der ersten Halbzeit. Mein Alien Hunter hat noch einen Zauberer. Vielleicht kann er das Schlimmste verhindern, aber... Jetzt bekommt er erstmal ein paar Blöcke ab. Es werden hier ohne Probleme drei Würfelblocks gegen die Goblins. Dann kann er noch Mighty blauen. Puh. Also ich würde es wahrscheinlich machen. Da vielleicht noch ein, zwei Mighty Blow drauf zu hauen. Wo ist denn der Mighty Blow? Weil es nur einer. Ist nur einer. Ich dachte, die hätten mehr. So viel Verletzte, wie es da gegeben hat. Reroll relativ uninteressant. Oh, ich wünschte, meine Mumien würden so würfeln. Oh nein, ist das ein Witz? Ach du Schande. Der nächste Goblin ist draußen. Was soll dieses Unterweltteam dann da noch machen? Ein Schubser. Ein Goblin lebt. Wie sieht's mit dem nächsten Goblin aus? Auch nur ein Schubser aufgrund von Dodge. Nun ja, könnte. Es ist mal wieder eine... echt schlecht mal wieder für Unterwelt. Aber könnte schlimmer sein. Mighty Blow, Tackle auf den Goblin. Tackle bringt's. Ist der nächste Spieler draußen? Nein, aber Glück gehabt, eine 3 auf den Panzerungswurf. Oh, 2 plus Pickup, Reroll. Reroll. Und er voll vielleicht aufgesammelt. Ja, und eigentlich haben die Skaven nicht wirklich was, um da hinzukommen. Ich meine, okay, doch dieser Sir Robin ist momentan ist Sir Robin eine Schwäche. In der Linie, aber ich gehe davon aus, dass Rido hier jetzt nochmal einen Spieler hinstellen wird. Ja, genau, da dahin. Und damit ist die... Oh, der Zauberer. Und eine Verletzung. Das ist ausgezeichnet für... Oh, aber der Blitzer bleibt im Spiel. Rido benutzt seinen Apotheker, um den Spieler auch für das nächste Spiel zu haben. Und was sehen wir jetzt? Jetzt wird wahrscheinlich von den Skaven ein Weg zum Ball gesucht und mit allem, was geht, hier durchgelaufen. 3, 4, 5, 6. 4, 5. Puh. Zwei Going Forwards. Erstes Going Forward, zweites Going Forward. Ja, erfolgreich. Hochrisiko, aber das war eine wichtige Aktion. Jetzt kommt der zweite. Star Player. Oh, puh, Glück gehabt, dass das funktioniert hat. Und der Ball ist eingesammelt worden. Nicht übel. Er hat den Ball... Verstehe ich, aber... Ich hätte vielleicht noch meine anderen Spieler vorbewegt. Oder ist seine Zeit schon zu Ende gewesen? Also ich hätte wenigstens noch probiert, den Goblin hier, der hier rechts steht, 1, 2, 3, 4, 5, 6... auch noch davor zu stellen.
2, 3, 4, 6, 7. Vielleicht noch den Skaven Thrower da vorstellen oder so. Also ein bisschen was wäre doch noch gegangen. Aber ich verstehe natürlich, warum man das gemacht hat. So hat er jetzt zwei Spieler, die mit hoher Geschicklichkeit vorhanden sind und die durchaus in der Lage sein können, den Breton jetzt wegzulaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 5, 6, 7. Er kann sich ihnen immer noch so halbwegs in den Weg stellen. Wir sehen den ersten Blitz auf den Star-Player. Both down, mehr als ausreichend. Er geht zu Boden, lebt aber noch. Das heißt, wir haben jetzt einen Skaven Thrower, der hier irgendwie durch muss. Oh, alles blockiert. Wieso, was soll er denn machen? Was soll er denn machen? Der hängt gnadenlos fest. Drum gehen von drei Spielern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Mit einem Going for it. Muss er hier rausdodgen eigentlich. Was anderes geht hier fast nicht mehr. Okay, vielleicht kann ihn der Troll. 1, 2, 3, 4. Der Troll kann vielleicht den hier. Mann aus Szene 24 wegblocken, aber. Jetzt macht er noch Würfe. Vor der essentiellen Aktion in diesem Spiel. Jetzt kommt der Blitz auf den Mann aus Szene 24. Ja. Nur ein Schubse. Sehr, sehr schlecht. Reroll. Natürlich Reroll. Okay. Ja, nicht gut. Um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, wie die Skaven hier unter Alien Hunter den Ball noch kriegen wollen. Also das Zauberer war vielleicht auch ein kleines bisschen früh eingesetzt. Wenn er seinen anderen Spieler noch vorbewegt hätte, wäre da vielleicht noch was gegangen, aber Zauberer einsetzen und dann nicht voll reingehen. Tja, und der ist jetzt auch noch gestunt. Beide gestunt. Niemand kann den Ball mehr nehmen. Was soll jetzt noch passieren? Das ist eine Katastrophe für die Unterwelt hier. Okay, Redo wird es vermutlich nicht mehr schaffen, einen Touchdown zu machen. Ich meine, wenn das das Ziel war von Alien Hunter, zu verhindern, dass Redo in der ursprünglichen Halbzeit von Alien Hunter einen Gegentouchdown macht, dann... Oh, nee, der nächste. Ach, dieses Game Panzerung. Wenn das ein Ziel war, dann muss ich sagen, dann wird er es vermutlich reichen. Aber nein, er kann jetzt immer noch den Ball aufsammeln, passen. Das würde er wahrscheinlich auch versuchen. Nee. Er macht es wahrscheinlich dann im nächsten Zug. Er wird wahrscheinlich dann mit diesem Blocker vorgehen. Ball übergeben, weitergehen. Und nochmal weitermachen. Zwei Würfelblock gegen den Blitzer. Ein Schubser. Nicht so richtig wichtig. Nächster Schubser. Reroll. Immerhin, der liegt am Boden. Aber was bringt's? Ich meine, kann man natürlich rerollen. Zwei Züge. Ein Zug für einen Reroll, optimale Ausnutzung der Würfe. Also warum nicht? So, jetzt sehen wir den Handoff zum Blitzer. Oh. 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 Ha. 3 plus, Catch Failure und nicht geschützt. Der Mann aus Szene 24 und Patzi der Blocker hätten die Stelle schützen können. Niemand hat es getan. Leichtfertig von Redo den Pass gemacht, ohne abzusichern. Und jetzt bereuen, jetzt muss er bezahlen. Es gibt noch einen Zug für unterirdisch gut. 9 Beweglichkeit. 1, 2, 3. Wie weit kann er sich bewegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reicht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es muss eigentlich dieser Skaven-Werfer werden, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zwei Gong Forwards.
Also entweder, also 4, 5, 6, 7, 2 Gong Falls mit dem Skaven Werfer vorgehen, dann mit dem Starplayer den Ball nehmen. 2 Gong Falls, ja, erfolgreich. Jetzt mit dem Starplayer den Ball einsammeln. Oh nee. Loner Failure. Versagt. Eigentlich wäre noch ein Blitz mit dem Troll möglich gewesen. Tja. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Redo hat es offensichtlich aufgegeben, zu versuchen, den Touchdown zu machen, oder jedenfalls in einer hohen Wahrscheinlichkeit zu machen, sonst hätte er wahrscheinlich den Troll geblitzt. Ich meine, er hatte seine Blitzer mit extra Stärke und Dauntless. Wäre schon gegangen, glaube ich. Jetzt sammel den so auf. Jetzt hat die 6. Rausgedodged. Ballübergabe an den Blitzer. Und weiter geht's. Ballübergabe an Sir, nicht in diesem Film. Beziehungsweise Pass. Und nicht funktioniert. Boah, Leute. Also, die erste Halbzeit, muss man sagen, ja, Alien Hunter hat 1:0, aber mit so vielen Verletzten. Der K.O. kommt natürlich auch nicht zurück. Puh, muss sagen, er hat es gerade so mit Hilfe seines Zaubers geschafft, die Bretonen vor dem Counterscore aufzuhalten. Ich muss sagen, ich glaube, wie gesagt, die Aktion hier mit dem Zauberer, wenn er vielleicht ein paar mehr seiner Leute drauf geworfen hätte, hätte er wahrscheinlich noch den 2:0 hingekriegt. Und dann sähe die ganze Sache schon richtig anders aus. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Skaven auf dem Feld. Naja, nicht alle Skaven. Ein paar Goblins sind dabei. Gegen vollkommen gnadenlos überlegene Bretonen. Eine Katastrophe. Also Redo muss hier auf jeden Fall für den Win. Auf den Win spielen. Oh, schöner Ball. Schöner Ball für die Skaven. Warum ist das so an der Randlinie so interessant und wichtig? Es liegt daran, wenn der Ball nicht aufgesammelt wird, hat er, also dann scattert der Ball und kann in 9 Felder, eins dieser 9, also 3, 4, 6, 8, eins der 8 benachbarten Felder fallen. Und 3 der Felder in diesem Fall an der Seitenlinie sind eben nach, sind draußen, außerhalb des Spielfelds. Und wenn das passiert, dann wird der Ball in eine beliebige Richtung, also gewisse, also halbwegs beliebige Richtung gescattert. Und auch ziemlich weit. Er kann überall an möglichen Positionen landen. Das kann gut sein für einen, muss es aber nicht. Nächster kaputt. Jetzt wird der Starplayer geblockt. Tackle, Mighty Blow. Tackle nicht mal gebraucht. Und wieder ein K.O. Diese Panzerung bricht, so wie ich mir das manchmal wünschen würde. Obwohl, ich hatte auch recht viel Spaß gegen das Team von Legatus. Viele waren am Ende nicht mehr übrig. Es waren auch Waldelfen. So, Ball wird aufgesammelt. Wird es funktionieren? Ja. Und damit ist die Gefahr gebannt. Und, Underworld hat gerade mal 4 Spieler. Jetzt, warum hat er sich wieder zurückgestellt? Was ist sein Plan? Hä? Okay. Direkt auf Sir Lancelot, den Blitzer, hat sich mitten reingestellt und jetzt? Ich weiß jetzt nicht, wozu das gut sein sollte, die Aktion hier. Mit dem Troller vorne reinzugehen, man. Jetzt kriegt er erstmal garantiert Blocks ab. Man hätte sich auch hier vorne hinstellen können und den langen blocken, aber gut, vielleicht wollte er ein bisschen Schaden machen nach der AD verloren. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Blitz auf den Skaven-Werfer. Erfolgreich. Gleich Doppelpower. Verschwende sie doch nicht so für einen einzigen Blockwurf. Sir Robin haut auch drauf. Wrestle ist ausreichend.
Vielleicht kann man sogar noch faulen, wenn er Lust drauf hat. Aber wir sehen es wohl nicht. Oder doch, vielleicht hier mit ihm hier. Mann. Zwei Assists gegen den Troll. Ja. Er macht's nicht. Ein Schubser. Irgendwo nach hinten. Das sieht alles irgendwie ziemlich planlos aus hier von Alien Hunter. Ich meine, okay, hat auch so gut wie nichts mehr hier in der Hand. Ich meine, Kamikaze-Aktion hier mit Scarus, dem Unterwelt-Goblin, vor Ballträger blitzen. Das kann ich mir noch vorstellen. Der Rest des Skaven zieht sich zurück. Oder doch nicht. Ich meine, der Starplayer, mit ihm ist egal, auch wenn er verletzt wird. Tja. Dann geht er zu Boden. Reroll. Reroll. Ja, okay. Ein Agilitäts 4 Dodge Blitze zu basen. Ich meine, da muss er sich nicht mal. Okay, ja, ja. Gut zugegebenermaßen, Alien Hunter gibt alles. Er gibt alles. Und gibt einen günstigen Spieler dafür aus, den Ballträger möglicherweise mit der 1 von 36 Chance, also ungefähr 3%, hier aufzuhalten. Kann man machen. Burrito muss gar nicht dieses Risiko eingehen. Er kann auch einfach sagen, hör, ich bleib für eine Runde hier stehen und unterstütze mal den Block hier gegen den Goblin. Man muss gar nicht, er kriegt auch so einen 2-Würfel-Block. Na, aber er entscheidet sich für das Rausdodgen. Ein Foul. Mhm, auf den Starplay. Mhm. Ein Stun. Nun gut, ey, Alien Hunter ist wieder am Zug. Was hat er sich diesmal überlegt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Going for it. 2 roter Würfelblock. Nein. Naja, okay. Jetzt kommt der 2 rote Würfelblock. Hm. Meh. Kein Effekt. Es war eine Verzweiflungsaktion. Wie zu erwarten. Hat's nicht funktioniert. Gegen den Block Dodger. Also, das hätte... Hätten 2 Sechser sein müssen. Also 2 Paus, damit das funktioniert. Nicht, dass sowas nicht schon mal vorgekommen wäre. Troll kratzelt auch wieder am Boden rum. Alien Hunter hat keine Rerolls mehr. Redo hat noch 1, 2, 3, 5. Na gut, nachdem noch 4 Züge, aber jetzt noch 5. Das Einzige, was jetzt Alien Hunter vielleicht noch helfen könnte, wäre, wenn... Naja, auf der anderen Seite... Wenn Redo so weitermacht, gibt es nur ein Unentschieden. Wenn ich so drüber nachdenke... Also Redo scheint hier nicht für, auf einen Sieg hinzuspielen. Er ist echt richtig konservativ, richtig defensiv. Sehen wir jetzt einen Kamikaze-Blitz? Jetzt sehen wir einen Kamikaze-Blitz mit dem Lineman hier bestimmt. Dodge raus. Ah ne, wir sehen keinen Kamikaze-Blitz. Ha, der Blitzer wieder. Okay, ich hab viel darüber gesagt, dass Alien Hunter hier angeblich ein bisschen planlos rangeht, aber... So langsam aber sicher... Wird das... Schwierig bis unmöglich? Oh! Mit seinen eigenen... Ha! Eigenen Assassin hier freigespielt. Gut, zugegebenermaßen, der hat immer noch Dodge und Agilität 4. Selber die wäre mit dem Ball. Ha! Und auf einmal...
Auf einmal sind die Bretonen schon ein kleines bisschen in der Bredouille. Ganze Menge Spiele, die hier rumstören. Der Ballträger, gut, wo kann er hin? 1, 2, 3, er kann an sich hier durchgehen und den Touchdown machen, aber zwei Touchdowns schafft er garantiert nicht mehr. Da braucht noch zwei Züge, bis er im Ziel ist, oder? Es sei denn, er würfelt jetzt zwei Going Forwards. Und ich muss zugeben, dass Alien Hunter hier noch einen Unentschieden rausholt. Das ist eigentlich gesagt ziemlich beeindruckend. Power schiebt den Goblin weg. Schöne Aktion. Schöne Aktion. Schiebt ihn hier rein, seine eigenen Leute, damit der nächste Tackle am Mighty Blow Blitzer nochmal einen abkriegt. Tackle hat sich gelohnt. Schöne Aktion hier. Und jetzt muss er eigentlich den Touchdown machen. Die einzige Chance, wie die Bretonen hier noch einen Sieg rausholen können. Oh, und der nächste Verletzte. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das halbe Team des Games ist hier auf der Bank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler draußen. Mit Bretonen sind noch alle da. Ich würde sagen, wenn du jetzt nicht den Touchdown machst, dann wird's... Na okay, er macht ihn nicht. Wieder defensiv. Rido spielt fürs Unentschieden. Ganz offensichtlich. Alien Hunter hat mehr für den Sieg, auf den Sieg gespielt. Oh. Okay. Ein Goblin wurde geworfen. Es hat nicht wirklich funktioniert. Aber immerhin kriegt er jetzt nochmal einen Zwei-Würfel-Block. Gegen den Blodger-Blitzer Sir Bedivere. Mein Mann, 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 Mann. Also... Weiß ich, Rido hier wirklich sehr, sehr vorsichtig. Er will nicht, dass die Skaven ihm irgendwie den Ball abnehmen. Oder? So extrem gefährlich sind die dann auch nicht wieder, oder? Hm. Weil wenn er so weitermacht... Jetzt hat er noch drei Züge und er ist immer noch irgendwie halb noch an der Mittellinie. Und jetzt kommt ein Einwürfel. Oh, und ist der Power. Oh ja. Oho. Okay, der Scatter ist sehr gut für Doppel-Sechs. Sechs Dodge, sechs Pickup. Davor die 2 und 1 beim Panzerungswurf. Huh. Ho, ho, ho. Und da ist der Ball weg. War schon ein bisschen fahrlässig, den Ballträger nie so richtig zu schützen hier. Ich meine, klar, ich kann es verstehen. Rido hat sich sehr überlegen gefühlt mit seiner Überzahl. Alles voller Garder, Leute. Okay, er muss jetzt immer noch den Zwei-Würfel-Block mit Sicherheit gegen den Tackler überstehen. Der kommt jetzt. Und Erfolg. Der Ball ist wieder draußen. Ah, Skitter ist auch verletzt. Ein SPP-Fest für die Bretonen, eindeutig. Aber jetzt gibt es nur noch drei Züge. Zweieinhalb, um genau zu sein. Wer nimmt den Ball auf? Hier ist Sir Bedivere. Dodge, Ball aufsammeln, hier nach vorne gehen. Und dann steht er... Ja, okay, diesmal macht Rido hier zu. Der Plan ist jetzt hier für ihn, den Ball einzusammeln. Hier vorzulaufen und den... wenigstens das Unentschieden zu garantieren, weil ein Sieg wird das nicht mehr. So viel steht fest. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass Rido das etwas verschenkt hat. Die Runde. Also mit so vielen Verletzungen auf der Seite des Skaven hätte er unbedingt aggressiver spielen müssen. Was natürlich für die anderen Teilnehmer der Liga super ist. Also wenn das so weitergeht, gewinnt Alien Hunter das noch. Es gibt noch ein paar Skaven rauszuhauen. Also richtig viel Verteidigung ist jetzt auch nicht mehr da. Von den Skaven. Sehen wir jetzt nochmal einen Würfelblock. Vom Goblin. 1, 2, 3, 4. Bestimmt. Komm Goblin, du machst das. Genau, hau ihn weg. Hau ihn weg, Pau. Oh, Doppelpau. Ganz genau. Doppelroter Würfel. Doppelpau. Was für eine Aktion. Ja, und jetzt darf er nochmal den Ball aufsammeln. Ja, herzlichen Dank dafür. Noch zwei Züge. Pff. Drei Würfelblock.
gegen den Goblin. Ball liegt frei. Tackle Mighty Blow funktioniert. Gobbo ist weg. Ja, jetzt muss der Ball endlich mal eingesammelt werden. Und vielleicht auch erstmal den Ball schützen. Also, weil es immer noch ein paar Skaven da, die den Ball gerne nehmen würden. Weiteres Skaven geht zu Boden. Ja, hier sieht es nicht mehr gut aus für die Skaven, um hier durchzukommen. Und der Ball ist in der Hand und... Was bleibt hier noch als Aktion für Alien Hunter übrig? Ohne Rerolls. 1, 2, 3. 2 Going Forward Dodge zum Blitzer mit dem Goblin. Bockbum. Oder der Troll dodgt einmal raus auf einer 5. Rausdodgen, rein und Angriff. Ich bin gespannt, was passiert. Ein Würfelblock. Pau, belohnt. Oh, Patsy ist verwundet. Aber kein... interessantes Ergebnis. Und es kommt der nächste 2 Negativwürfelblock. Diesmal nur ein Schubser, aber zum Tor. Gar nicht mal so übel. Nächster Block. Nächster Gobbo stellt sich hier hin, damit der Troll 2 Würfel kriegt. Und es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert und das war's. Tja, was macht jetzt? Was macht jetzt Reroll? 3 Rerolls. Ich hoffe für ihn, dass er diesen Troll mit einem Blitzer, mit Dauntless wegblitzt. Ich meine, er kann vorher von mir aus noch diesen... er könnte sich wahrscheinlich selbst rausschieben, oder? Wenn er hier den Lineman hier unten hinstellt... Entschuldigung, der Turn 16 ist ein bisschen im Weg, aber... wenn ihr hier unten seht, er könnte den Lineman hier hinstellen. Und dann von oben auf den Goblin blitzen. Oder einfach blocken, man muss gar keinen Blitz machen. Und dann kann er mit einem... Er kann selbst blitzen, wenn er will. Dann kann er hier seinen Blitzer rausschieben. Und dann wäre er in Sicherheit. Mal sehen, ob er das macht oder ob er gierig ist. Sieht aus. Nächster K.O. Ja, er stellt sich hier hin und will sich rausschieben. Oder? Blitz gegen den Goblin, ja. Er geht auf Nummer sicher. Pow, perfekt, aber braucht man nicht mal einen Dodge. Die nächste Verletzung ist ein Breton SPP fest. Ja. Und das war's. Die Bretonen haben den Ausgleich geschafft. Praise the Sun. Praise the Sun. Ein Zug übrig. Für Alien Hunters halbtotes Team. One-Turn-Touchdown-Möglichkeit besteht. Mit dem Underworld Goblin. Aber so richtig groß ist sie nicht. Ich muss sagen, in dem Fall, wenn man damit rechnen muss, dass ein Goblin geworfen wird, würde ich eigentlich nicht empfehlen, alle Spieler da hinten aufzustellen, sondern eher ein kleines bisschen weiter vorne, weil dort landet normalerweise der Goblin, dachte ich jedenfalls. Also kann sein, dass ich mich da auch irre. Ich hätte den Troll wahrscheinlich eher noch eins weiter nach links gestellt, aber ja, ich verstehe schon, weil dann ansonsten muss der Goblin dodgen. Und Cheering Fans, extra Reroll, schön für Alien Hunters, Unterwelt und ein super guter Ball, besser kann das gar nicht laufen. Das heißt, Ball wird aufgesammelt, rübergegeben zum Skaven Thrower,
Der bringt's hoch und passt zum Goblin. Und dann wird der Goblin geworfen, nicht wahr? Nee? Okay, ein Going Forward für den Zwei-Würfen-Block gegen den Lineman, ja. Hat funktioniert. Dadurch muss der Troll nicht mehr gegen, nicht mehr werfen, während er in der Tackle-Zone ist. Gut. Ball wird aufgesammelt. Going Forward zum Handover. Animosity hat funktioniert und jetzt kommt die spannende Gelegenheit. Gobbo wird aufgesammelt. Er wird nicht gefressen. Er wird geworfen. Reicht es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Zwei Going Forwards. Kein Tackler in der Gegend. Na dann. Wunderschöner Goblin. Zeig, was du kannst. Der Goblin hat's geschafft. Hey, Moment mal, macht ihr dieselbe Sprung- und Tanzaktion? Denselben Sprung wie die Waldelfen? Das sah so ähnlich aus. Ich sage, grandios und verdient von Alien Hunter gewonnen. Der Troll hat sogar den SP, den MVP bekommen. Der kriegt jetzt hoffentlich Dodge, Blödsinn. Block. Auf der anderen Seite, Blocker mit MVP ist ganz okay. Ich muss sagen, ich würde sagen, das hat Alien Hunter verdient gewonnen. Trotz der unglaublich unglücklichen Verletzung, die er von Anfang an gleich abbekommen hat, hat, denke ich, Rido ihn dann doch ein bisschen zu leicht seinen Touchdown machen lassen. Beziehungsweise, naja, okay, ich verstehe, dass Rido es hat machen lassen, damit er selber noch viele Züge hat für seinen eigenen Touchdown. Das war, denke ich, war schon eine gute Aktion. Ich denke, Alien hätte vielleicht noch mehr rausholen können bei der Aktion mit dem Blitz. Aber immerhin hat er den Counter-Score aufgehalten. Das war super gut. Und dann in der zweiten Halbzeit mit der zahlenmäßigen und stärkemäßigen, einfach gnadenlosen Überlegenheit. Ja, man, Rido hatte wohl Angst, dass die Unterwelt, wenn sie den Ball bekommen, wieder einen Touchdown machen. Aber ja. Das auf Unentschieden spielen hat einfach nicht gereicht und ein recht unwahrscheinlicher Troll-Goblin-Wurf hat das hier für Alien Hunter entschieden und ich muss sagen, auf jeden Fall zu Recht. Der Troll war niemals dumm. Das war natürlich ziemlich gut. 14 Mal war er klug. Ich weiß nie genau, für wen eigentlich diese Armor-Roll gilt, ob es für das eigene Team gilt oder für das andere. Going for it's auch sehr erfolgreich für Alien Hunter, muss man sagen. Always hungry. Auch Glück gehabt. Pass hat funktioniert. Verletzungswürfe. Das hört sich eigentlich recht normal an. Dodges waren, glaube ich, Durchschnitt. Obwohl, schon etwas erfolgreicher. Landing Catch Pickup 5-mal. Aber gut, es war auch eine 2+. Insofern Low Honor hat nicht funktioniert, Pass haben funktioniert, nur einen Mosty-Check, alles soweit ganz in Ordnung von den Blockwürfen. Recht durchschnittlich, Kokosnussritter, ein bisschen mehr geblockt. Hauch wenig, ja, ein bisschen weniger Pause, aber recht durchschnittlich, denke ich mal. Und auch die D6er. Ja, ein bisschen noch viele Zweier. Ansonsten, wie sieht's hier aus? Die Bombe, da hat er wirklich schon, ja, 50% macht, ja, genau Durchschnitt, was Bombeneffekt angeht. Going for it ist auch hier erfolgreich, Catches, nicht sehr erfolgreich, von den Bretonen. Dauntless hat immer funktioniert, Panzerungswürfe waren halbwegs okay. Intercepts hat einmal funktioniert. Was war das denn? Was, die Bombe? Habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Dodges 5 von 5, ziemlich gut. Lightning Bolt, aber der ging ja gegen ihn. Und das heißt ja, der Lightning Bolt hatte Success gegen die Kokosnussritter. Also ich verstehe nicht genau, für wen das eigentlich gilt. Ich dachte eigentlich, das würfelt Lightning Bolt, würfelt Alien Hunter. Aber, vielleicht kann mir das mal einer erklären, für wen das eigentlich gilt. Ich meine, bei Sachen wie Catch und Dodge ist es ja klar, aber bei Lightning Bolt oder bei Armor, da weiß ich nicht, was genau hier eigentlich gemeint ist und für wen es gilt. Jo, und damit
ist erstmal, wo sind sie denn unterirdisch gut, auf Platz 5 und die Kokosnussritter auf Platz 8 der Liga angekommen. Es läuft nicht so gut für diese Teams. 2:1 für Alien Hunter immerhin. Es war auf jeden Fall ein ziemlich epischer Sieg. Aufgelevelt hat er leider noch nicht. Und das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine verehrten Zuschauer. Danke an Alien Hunter und Rido fürs Einsenden. War ein verrücktes Spiel. Auf jeden Fall coole Aktion da mit dem Gobbo-Wurf und gute Verteidigung von Alien Hunter. Und ich bin mal gespannt. Hat er eigentlich schon gegen mich gespielt? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hatte kaputt gemacht. Naja, bis zum nächsten Mal.